Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein ganz wunderbares Dinkelmischbrot und wie du da jetzt selber schnellstmöglichst vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Dieses knusprige Brot mit wunderbar flaumiger Krume kannst du mit ganz wenigen Zutaten herstellen und dafür brauchst du 380 Milliliter lauwarmes Wasser und gibst dort 3,5 Gramm Trockenhefe oder 10 Gramm frische Hefe hinein. Löse anschließend die Hefe im Wasser auf und gib 75 Gramm Roggenmehl Typ 997. Auch das löst du im Wasser auf. Und wenn das Mehl jetzt im Wasser soweit aufgelöst ist, lass es nochmal für 15 Minuten stehen, sodass die Hefe schon einmal anspringen kann. Im Anschluss daran gebe 500 Gramm Dinkelmehl oder Weizenmehl Typ 1050 dazu. Natürlich 11 Gramm Salz, meines ist ohne Rieselhilfe, deswegen klebt das immer ein wenig. Aber das weißt du bestimmt schon. Nun gebe deinen Teig in die Küchenmaschine und lasse ihn zuerst einmal 2 Minuten auf Stufe 1 und dann weitere circa 8 Minuten auf Stufe 2 oder 3 verkneten. Wenn du das Ganze mit Handarbeit machst, kein Problem, aber dann brauchst du ungefähr eine Viertelstunde, bis der Teig genauso kompakt ist, wie das, wie du es jetzt hier sehen kannst. Dann befreie deine Küchenmaschine von dem Teig und nimm dir eine Schüssel. Gib einen guten Schuss neutrales Öl hinein. Ich habe Olivenöl genommen und kleide deine Schüssel damit aus. Und nun gebe deinen kompakten Teig natürlich in die Schüssel hinein. Streiche ihn glatt und dann lass ihn zuerst einmal bei Zimmertemperatur eine Stunde ruhen. Und der Hefe schon mal ein wenig die Arbeit tun. Nach der Stunde könnt ihr sehen, dass die Hefe schon ein wenig gearbeitet hat und kann nun auch für die nächsten 12 Stunden in den Kühlschrank gegeben werden. Entnehme nach 12 Stunden den Teig aus dem Kühlschrank und lasse ihn für eine Stunde aufwachen. Wenn der Teig dann soweit ist, dann befeuchte jetzt deine Finger und lege und falte ihn sanft, damit er auf Spannung kommt, für ungefähr 5 bis 10 Mal. Nun nimm dir einen Topf deiner Wahl. Dieser hier ist ungefähr 50 Jahre alt, auch von meiner Oma. Genauso sieht er auch aus. Dann kleide den Topf mit einem Backpapier aus und bemehle den Boden großzügig damit. Nun wirst du es dir denken können, kommt der Teig natürlich in den Topf hinein. Bemehle auch den Teigling von oben und dann kann auch schon der Deckel auf den Topf. Und lasse ihn für 45 Minuten in der Stückgare ruhen und heize in der Zwischenzeit deinen Backofen auf 250 Grad auf. Das Brot ist wunderbar aufgegangen und kann nun in den Backofen gegeben werden. Reduziere dabei die Hitze auf 200 Grad und lasse es für 30 Minuten mit Deckel und danach für 20 Minuten ausgebacken werden. Den Topf habe ich inzwischen entfernt und wohlig duftend kommt das Brot nach 55 Minuten aus dem Backofen. Sieht das nicht toll aus? Und nun lassen wir es für 1 bis 2 Stunden vor dem Anschneiden auf einem Gitterrost auskühlen, denn wir wollen die Feuchtigkeit im Brot, denn umso länger ist es auch haltbar. Und jetzt hört euch mal an, wie wahnsinnig knusprig das mal wieder geworden ist.
Wenn dich das Brot schon begeistert, dann schau gerne bei mir auf dem Kanal. Du findest einen Haufen anderer Rezepte mit relativ einfachen Broten. Und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das habe ich dir jetzt oben rechts verlinkt. Und nun ist das Brot ausgekühlt genug und wir können es endlich anschneiden. Das ist ja immer der spannendste Moment beim Backen, finde ich. Und schaut euch mal an, was das für eine fluffige Krume ist. Herrlich, wunderbar. Es riecht auch absolut fantastisch und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren guten Appetit. Viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch.